Hallo, ich bin Dr. Holger Thiel aus Berlin und ich bin Digitalethiker und philosophischer Praktiker. Und ich bin Philipp Thomas, ich bin Professor für Philosophieethik an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten und arbeite im Bereich philosophische Bildung. Und wir beide interessieren uns für lebenspraktische Philosophie. Das soll heißen, wie Philosophie Menschen helfen kann und wie sie auf Menschen wirkt oder im persönlichen Leben wirkt. Und da das eine Gesprächsreihe zu diesem Thema werden soll, dachten wir, dass wir erstmal eben persönlich anfangen und uns darüber unterhalten, wie wir denn selber zur Philosophie gekommen sind und wie Philosophie bei uns eben nicht abgehoben, sondern ganz persönlich im Alltag funktioniert und wirkt. Philipp, magst du mir erzählen, wie das bei dir war? Magst du anfangen? Ja, sehr gerne. Also tatsächlich war es bei mir ein hervorragender Philosophieunterricht, der mir auch wirklich Lust gemacht hat, im Bereich philosophische Bildung meinen Schwerpunkt zu legen. Das war schon ganz kleine Art Studium, schon in der Oberstufe der Schule. Und ich hatte damals schon gedacht, falls ich in diesen Bereich gehen kann, philosophische Bildung, ich war ja auch Lehrer für Philosophie einige Jahre, dann möchte ich nicht nur Wissen vermitteln, sondern irgendwie auch sowas wie Persönlichkeitsentwicklung, ja, auch wenn das Wort nicht so toll ist, als Teil der Philosophie immer betreiben. Also das war tatsächlich die Wurzel liegt da schon in der Schule. Dann gab es aber auch schon in der Schule dieses Interesse an den Grundlagenfragen der verschiedenen Fächer. Egal ob Mathe, was ist eine Zahl oder eben Bio, was ist Leben. Solche Sachen habe ich immer interessiert und da habe ich gemerkt, dass ich da eigentlich die philosophischen Fragen immer von selber schon habe. Ja? Und es war irgendwie klar, ich muss Philosophie studieren. Ja, und dann kam aber drittens noch hinzu, und das wird auch bald als Aufsatz erscheinen, was mir erst ein bisschen später klar geworden ist, dass ich jetzt noch abschließend sagen möchte, dass es auch in der Familiengeschichte irgendwie ein bisschen liegt. Die Eltern sind Heimatvertriebene, es sagt sich so leicht, aber die sind natürlich traumatisiert als Jugendliche, entweder auf der Flucht wie meine Mutter oder eben sogar als Kriegsteilnehmer mit 17 mein Vater. Und eigentlich ist mir durch verschiedene Stufen klar geworden, wie wenig Vertrauen und wie wenig Heimat eigentlich es in meiner Jugend und meinem ganzen Leben immer schon gegeben hat. Und das habe ich mir, so würde ich es heute rückwirkend sehen, auch von der Philosophie erhofft, dass sie mir sowas wie eine Heimat sein kann, im übertragenen Sinn. Denn wenn man die Heimat verliert, so wie die Eltern, dann ist er ja ein Verlust von Vertrauen und auch von jeder möglichen Heimat im übertragenen Sinn gemeint. Und ja, und die Philosophie ist für mich schon auch so eine gewisse Art Heimatsuche. Und das habe ich dann ja auch in verschiedenen, ja, akademischen Schriften oder jetzt eben auch vor einigen Jahren im Buch Von der Tiefe des Lebens zur Melancholie auch wieder gemerkt, wie ich darum ringe, ja, um diesen, ich sag mal, um diesen Einlass in die Welt, um sozusagen da mir einen Platz vielleicht auch zu erschreiben. Also so würde ich es heute sehen. Das hat mit 20 natürlich, habe ich das noch nicht so gewusst. Ja, wie war es jetzt bei dir, lieber Holger? Das finde ich bei dir eigentlich ganz schön, dass sich da so ein Kreis schließt, ne? Das hat mit Philosophie in der Bildung angefangen und da bist du jetzt wieder, nur auf einer anderen Ebene. Und dieses mit der Heimat finde ich auch schön. Bei dir war es ja vielleicht so, dass also erstmal Philosophie als Heimat, aber eben als kommend aus der Situation als Vertriebener. Und um auf deine Frage einzugehen, bei mir war es ähnlich, nur aus einer anderen Richtung. Also auch Philosophie als Heimat, aber Philosophie als neue Heimat, ausgehend von einer anderen, die ich jetzt schon hatte. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, also. meine Familie, sagen wir mal, und wie ich aufgewachsen bin, war sehr christlich geprägt und dagegen ist ja erstmal überhaupt nichts einzuwenden. Mir war das aber alles zu eng. Also ich hatte so ein einschneidendes Erlebnis
Ich war gar nicht mehr so jung, glaube ich, irgendwie späte Teenagerjahre oder sowas, wo ich dachte, so, naja, aber wenn es jetzt irgendwie nur den einen Gott gibt, also Jesus und diese Dreieinigkeit und so, und wir das behaupten und andere behaupten, es gibt auch nur einen Gott, aber der heißt dann Allah oder Abraham oder sonst was, dann ist, geht das ja irgendwie nicht zusammen. Und ich finde, das ist jetzt irgendwie kein Gedankengang, der jetzt unheimlich komplex ist, und das ist irgendwie bei Religion darüber. Muss man sich schon wundern. Ich habe das eigentlich so in so einer Unschuld gefragt und habe gesehen, wie da meine Freunde und Freundinnen da mentale Schweißausbrüche bekommen haben bei der Frage. Und da dachte ich so, das ist nicht richtig. So dieses, oder ich fand es nicht richtig, so dieses eingeschränkte, grenzenhafte Denken. Und dann bin ich von Bremen nach Tübingen zum Studieren und habe da das Vorlesungsverzeichnis durchgeblättert und hatte vorher mit der Philosophie noch überhaupt nichts am Hut. Und dann war das mit der Philosophie sowas wie Liebe auf den ersten Blick. Also ich habe dann da gesehen, so, boah, wusste wirklich nicht, dass es sowas gibt. So diese großen Themen und Schönheit, Wahrheit und in alle Richtungen und eben dieses freiheitliche, grenzenlose Denken. Und dann ging es relativ schnell. Also dass ich mich dann von der einen Heimat Christentum davon fast revolutionär gelöst habe, um dann in die andere Heimat, also um in deinen Begriffen zu bleiben, Philosophie. Naja, gerettet klingt jetzt ein bisschen stark, aber mich da heimisch gefühlt habe. Das ist bei mir immer noch so. Also dieses Gefühl mit der Freiheit im Denken, aber auch im Leben. Und das ist schon, ja, das hat den Weg dahin geprägt. Ja, Freiheit ist ja irgendwie auch in der modernen Philosophie, also Aufklärung, vielleicht könnte man sagen, so die DNA so ein bisschen, also diese Selbstbestimmung, diese Möglichkeit, auch Autoritäten irgendwie in Frage zu stellen, sich selbst selbstdenkend irgendwie auf den Weg zu machen. Würdest du sagen, dass das so die Quintessenz ist, auch jetzt für deine Arbeit als philosophische Praktiker? Ja, ich glaube schon, ne? Also man nimmt ja das, also hoffentlich ist es so als Philosoph, dass man das, wie man in die Philosophie gekommen ist, persönlich auch mitnimmt in seine Arbeit als Philosoph mit anderen Menschen. Also gerade dieses, ne, was du mit Autonomie bezeichnet hast oder mit Freiheit, das habe ich als stärkend erlebt und als befreiend. Und natürlich versuche ich das auch meinen KlientInnen mitzugeben. Aber eben nicht nur, was so Theorien und vielleicht einengende Denkmuster von außen betrifft, natürlich da auch, ne, dieses erstmal selber denken, sondern auch sich selber gegenüber. Ne? Also man hat ja auch so eingefahrene Denkmuster, die jetzt nicht unbedingt so klar von außen kommen, sondern dass man sowohl den Denkformen von außen als auch seiner eigenen ein bisschen kritisch gegenübersteht. Und das, wenn man das kann und wenn man das lernt, dann hat das schon ein Gefühl von Autonomie zur Folge. Und sich dann mit so einem Fundament auf Neues einzulassen, das ist schön. Also wenn man erstmal diese bestärkende oder befreiende Wirkung erkannt hat, wie es ist, sich selber eine Meinung bilden zu können, so ganz einfach, dann ist es toll, sich irgendwie die Meinung von anderen Philosophen, Menschen anzuhören und das dann so ins Verhältnis zu setzen. Und ja, das nehme ich schon mit. Ist das bei dir ähnlich, dass du den Bildungsweg, den du, also dein Verständnis von Philosophie als Bildung und Transformation, die du selber erlebt hast, dann auch mit rüber nimmst in die Arbeit als Professor? auf jeden Fall. Ich kann auch zu dem allen Ja sagen, was du da gesagt hast. Und es ist trotzdem, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich, weil wenn ich dich so richtig verstehe, geht es um, ja, also um sozusagen das Einklammern einer festen Gewissheit und dann eben eine neue Tür öffnen, einen neuen Raum betreten, wo eben auch verschiedene Meinungen da sind oder man selbst sich eben auch wieder weiterentwickelt mit den Meinungen. Das kenne ich auch alles. Und trotzdem, es gibt ja auch in der Philosophie verschiedene Traditionen, interessiert mich schon diejenige Tradition, ich sage jetzt mal, um Namen zu nennen, vielleicht Platon auch, oder dann eben auch die Existenzphilosophie mit ihrer Eigentlichkeitsforderung. Also die Tradition, wo es irgendwie aufs Ganze geht. Ich will nicht sagen, dass das eine Gewissheit ist,
sondern das ist natürlich auch Kritik an falscher Gewissheit auf jeden Fall. Das habe ich ja auch immer wieder auch sozusagen als Thema in meinem Schreiben. Aber es ist doch schon so eine starke Tendenz dazu, zu fragen, was ist eigentlich wesentlich und was ist eigentlich und wie müsste die Welt sein, wenn sie ja wesentlicher im Sinne der Existenzphilosophie wäre. Wie müsste unser Leben aussehen, wenn es wirklich philosophischen Idealen folgt? Und man kann jetzt vielleicht auch sagen, wenn es der Vernunft folgt, ja, weil das, was du da eben gesagt hast, mit dem selbst denken lernen und dann eben merken, dass andere auch anders denken und so und sich selbst in Frage stellen, das ist ja alles eine Form von Vernunft, ja, wo sie spürt, ich muss gar nicht irgendeine Wahrheitsgewissheit haben, sondern die Stärke liegt gerade in diesem, ja, in diesem performativen Zweifeln und Reflektieren, ja. Also ich würde sagen, ich kann damit sehr viel anfangen und das ist auch natürlich ein Bildungsziel, immer wieder falsche Gewissheiten zu befragen, auch eigene, wie man eingefahren ist in bestimmte Denkmuster oder vielleicht auch Glaubensmuster. Ja, und dann kommt aber also quer dazu vielleicht immer so dieses sehr unbescheidene und mich doch auch irgendwie sehr bewegende Motiv der Philosophie. Ja, es muss auch das Gute geben oder das wirklich Gute und wenn man unsere Welt sieht, dann fehlt ihr gerade das wirklich Gute. Ja. Also insofern ist da schon noch so eine Spitze von ja, Eigentlichkeit oder eben dem Guten. Ne. Aber es ergänzt sich ja eigentlich ganz gut, ne? Ich glaube, so mein Zugang ist dann eher, ja, vielleicht eher sowas wie eine Haltung oder eine Methode. Also Ja. eigentlich allem gegenüber erstmal kritisch zu sein. Aber das heißt dann nicht, dass philosophisches Denken, auch wie ich es verstehe, keine Orientierung benötigt. Denn das, was du gesagt hast, ich finde, das kann oder könnte man so ergänzen, dass über diesen methodischen Ansatz hinaus natürlich philosophisches Denken auch eine Orientierung hat. Und die ist sehr hehr. Ne? Da geht es um Eigentlichkeit, um Wesentliches, um das Wahre, das Gute, das Schöne und so. Ne? Also Genau. das, und das und diese. Und das kombiniert, also dieser methodische, kritische Zugang zu Lebensformen, fremden und eigenen, aber eben nicht so rummeandernd, orientierungslos, sondern orientiert an eben diesen großen hehren Zielen. Das ist vielleicht dann Genau. für uns beide und dann für uns in der täglichen Arbeit eine ganz gute Kombination. Ja, und da würde mich jetzt interessieren, wie es in deinem täglichen, ich sag mal, Umgang mit der Philosophie, auch mit deiner Arbeit, also lebensberatend, ja, wie ist da dieses Verhältnis, was wir jetzt hier herausgearbeitet haben, also kritisches Denken einerseits und andererseits irgendwie Orientierung an sehr ambitionierten, sehr tiefen Themen? Naja, ich glaube, das Gute an Philosophie ist, dass man sich trauen kann, das in dieser Allgemeinheit ja auch zu formulieren und so zu arbeiten. Ne? Man muss dann schon diesen Bogen hinkriegen, das dann auf das persönliche Leben des Klienten oder der Klientin anzuwenden. Also, dass man nicht irgendwie da oben rumschwebt und nur theoretisches Zeug faselt. Aber inhaltlich sind diese Orientierung und ist diese kritische Methode ja da. Ne? Weil das ist dann die Herausforderung, mit den Menschen so zu arbeiten, dass man diese hehren Ziele und diese generelle kritische Methode auch sich selber fürs persönliche Leben anwenden kann und so fruchtbar machen kann. Und das ist eigentlich so die Herausforderung, aber ich sag mal ein bisschen salopp auch der Spaß an der ganzen Geschichte, weil das ist vielen schon neu. Also genauso wie mir das damals neu war mit, ob das, ich kann ja wirklich so mal selber nachdenken und gucken, was dabei rauskommt. Ne? Mir das Trauen, Autonomie etc. pp. Wenn man diese Vermittlungsleistung erbringen kann zwischen diesen hehren Zielen und dem individuellen Leben, sind das schöne Effekte, die man da erzielen kann und manchmal auch erzielt. Ist das bei deinen Studierenden ähnlich? Ja, also ich dachte, gerade während du sprachst an Ethikunterricht oder Philosophieunterricht, also ganz viele, die das selbst erlebt haben in ihrer Schulzeit, teilweise dann ja eben auch Ethik studieren, haben dieses Erlebnis gehabt, ach, ich darf ja hier denken und auch sagen, äußern,
was immer ich für begründet halte. Ja, ich muss es eben nur gut begründen. Und dieses Gefühl von Freiheit, freie Diskussion, verschiedene Meinungen haben, das ist für viele unglaublich wertvoll. Also insofern ist das, glaube ich, irgendwie eine Mitte oder ein Zentrum der ethischen Bildung. Und ja, ich selbst bin kein so großer Fan vom Diskutieren, obwohl ich das natürlich gerne mache, wenn es meine Studis wollen oder eben wenn es die Schülerinnen und Schüler wollen. Sondern bei mir geht es eben tatsächlich, wie angedeutet, um diese, ich sag mal, Kritik am Ganzen, also an unserer Gesellschaft, aber auch in unserem jeweils eigenen Leben, auch in unserem Denken, in unserem Handeln, unserem Sein, durch diese ambitionierten, sage ich jetzt mal etwas salopp, Ziele der Philosophie. Also diese Unbescheidenheit finde ich eigentlich das, was mich sehr, sehr beschäftigt. Und das sehe ich eben auch, um deine Frage zu beantworten, als Ziel innerhalb der philosophischen Bildung zumindest. Also es geht nicht nur um freie Diskussion, sondern es geht auch um die Frage, ja, ist denn unser normales Leben eigentlich schon das, was sozusagen, was wir aus uns machen könnten im besten Fall? Ist es modern gesprochen vernunftgeleitet oder auch mit Sokrates gesprochen, ist es vernunftgeleitet? Orientiert es sich eigentlich wirklich am Guten oder nur am äußeren Erfolg oder an, was weiß ich, pragmatischen Zielen? Also mit anderen Worten, um es auf den Punkt zu bringen, der Fortschritt, den wir alle wollen, ja, zum Beispiel irgendwie selbst persönlich irgendwie erfolgreicher sein oder so, dieser Fortschritt, der muss ein ethischer Fortschritt sein. Das ist also das, was ich immer auch als Lernziel in der Bildung habe. Das ist echt interessant, weil als du gesprochen hast, ist mir aufgefallen, wie man die Rolle von Argumentation und Diskurs dann doch relativiert, wenn man Philosophie auf persönliche Lebenswelten anwendet, sage ich mal. Also wenn man, wie wir beide, erstmal irgendwie durch die ganze akademische Mühle gegangen ist, die ja, also ich fand das alles großartig, aber gerade so in der analytischen Tradition und auch in der philosophischen Tradition ist das viel auch vernunftgeleitete Diskussion, Debatte, Argumentation, Argumente aus, ist ja alles toll. Aber ich finde, da gibt es dann, wenn man so wie du dann mit Studierenden arbeitet oder ich mit Klienten, dann eben auch noch so eine andere Art und Weise der Auseinandersetzung mit Philosophie, nämlich eben nicht so eher dieses agonale Gegeneinander diskutieren, sondern, weiß ich nicht, wie man es beschreibt, kannst du vielleicht besser, aber sich gemeinsam einer Idee widmen oder sich gemeinsam irgendwie, also eher miteinander als gegeneinander, sich der Idee des Guten auszuliefern oder so. Weißt du, was ich meine? Also es ist dann irgendwie nicht so dieses akademische Diskutieren, sondern man guckt gemeinsam, ob man dieser Kritik oder diesen Zielen, dieser Ethik, diesem Guten irgendwas für das eigene Leben abgewinnen kann. Das ist irgendwie so ein anderes philosophisches Arbeiten. Unbedingt, ja, so würde ich es auch sehen und unterstreichen. Und das ist bei Sokrates schon beschrieben, diese Kommunikation, die so aufs Ganze geht und die auch unbequem ist und immer Ja, genau. auch, ja, die eben auch Möglichkeiten sieht, die man eben nicht verwirklicht hat. Und dann auch natürlich in Existenzphilosophie, ich glaube, Jaspers nennt das irgendwie auch wesentliche Kommunikation. Also ist auch egal, wer oder welche Titel das hat. Aber das gibt es auf jeden Fall. Und ich denke mal, in der üblichen akademischen Tradition ist es eben stärker, wie du es beschreibst, eben wirklich so eine Art feinstes Fechten mit sehr guten Argumenten. Auch im Dienste des Fortschritts natürlich, gar nicht um irgendwie als Selbstzweck. Aber es gibt eben davon unabhängig noch dieses ja, gemeinsame Ringen um die Frage, was ist eigentlich wesentlich im Leben? Wo ist das Gute eigentlich? Und wie können wir das Gute erkennen? Und wie können wir ihm sozusagen helfen auch? Ja, das ist für mich ein ganz wichtiges Motiv. Wie können wir dem Guten helfen, inmitten einer Welt, die eigentlich ja, ganz andere Mächte sozusagen auch immer, wo die sozusagen die Rolle spielen, die wichtigste Rolle spielen. Ja. Genau, sehr schön. Danke, Philipp. Das war ein schönes Gespräch, Danke aufschlussreich, dir. interessant. Und für alle anderen, wie gesagt, das war jetzt der Auftakt. Und das nächste Mal geht's weiter mit Sartre. Bis dahin.
Tschüss. Bis dahin. Ja, tschüss.